In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was ein Array oder auf Deutsch Feld ist. Felder oder Arrays sind sehr nützlich dann, wenn man verschiedene Werte hat, die irgendwie zueinander gehören, wie zum Beispiel die Temperaturwerte von dem letzten Tag oder ein bestimmtes Blinkmuster, das man erzeugen möchte. Ein Array ist letztendlich auch eine Variable und ich zeige Ihnen, was das ist, anhand von einem kleinen Programm, das ich mir schon vorbereitet habe. Das macht Folgendes: Es blinkt im Moment und zwar mit einer bestimmten Funktion, einer selbst definierten Funktion, die eine bestimmte Zeit anbleibt, diese Period-Parameter, und danach für genau eine Sekunde immer ausgeht. Damit können wir jetzt verschiedene Muster erzeugen, wobei wir die Auszeit immer die gleiche lassen. Ein Array ist letztendlich ein Feld von verschiedenen Variablen, von mehreren Variablen. Und statt sie Variable 1, Variable 2, Variable 3 zu nennen, kann ich sie alle zusammenfassen unter einem Variablennamen. Das funktioniert folgenderweise. Ich sage erstmal, was ist der Typ dieser Variablen. Danach nenne ich es irgendwie, zum Beispiel Muster oder Blinkmuster, machen wir Muster. Und danach kommen eckige Klammer. In diese eckige Klammer muss ich reinschreiben, wie viele Variablen letztendlich in diesem Feld drin stecken. Ich nehme erstmal 5 und danach kann ich sie auch gleich die Werte initialisieren, indem ich geschweifte Klammer benutze. Und jetzt kann ich die alle 5 Werte hier reinschreiben. Ich kann zum Beispiel 1000, 2000, 3000, 2500, 1300, irgendetwas Krummes, was sich auch lohnt, irgendwie in so einem Array reinzuspeichern. Was bedeutet das jetzt? Das kann man sich wirklich vorstellen wie kleine Kästchen, die aneinandergereiht sind. Das erste Feld von diesem Array ist 1000, das zweite hat den Wert 2000, das dritte 3000 und so weiter. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht ganz so logisch ist, ist, dass Muster 0 ist eigentlich das erste Feld. Das heißt, wir fangen an zu zählen bei 0 und enden bei, wenn das hier n ist, bei n minus 1, also von 0 bis 4 in unserem Fall. Das ist etwas ziemlich Allgemeines in der Informatik und in allen Programmiersprachen, dass man bei Zählen nicht bei 1 anfängt, wie in der Schule, sondern bei 0. Das sind fast alle Programmiersprachen zählen so. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Eine davon ist zum Beispiel MATLAB, da muss man ein bisschen aufpassen. So, was möchte ich jetzt damit machen? Ich möchte genau dieses Muster blinken lassen und danach wiederholen. Dafür brauche ich erstmal eine Schleife, denn sonst wäre es viel zu umständlich. Ich definiere mir eine kleine Schleife, die bei 0 anfängt, bis 4 zählt, also i kleiner 5, i plus plus, und danach diese Blink. Der Aufruf von diesem Blink-Funktion kommt hier rein und statt Period, was wir jetzt gar nicht mehr haben, werde ich Muster benutzen, und zwar Muster i. I ist jetzt unsere laufende Variable, die zählt von 0 bis 4. Das heißt, hier jedes Mal, das erste Mal, werde ich Muster 0 aufrufen, danach Muster 1, danach Muster 2 und so weiter und so fort. Wenn wir das jetzt kompilieren, werden wir zwar das Geblinke sehen, aber wir kennen auch eine bessere Variante zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wir benutzen wieder Serial. Und hier werde ich genau dieses Muster i rausschreiben. So, das kompiliere ich jetzt und wir laden es auf Arduino hoch und starten den Serial Monitor. Jetzt kann man hier am Serial Monitor sehen, das ist 1000, 2000, 3000, da kommt uns 2500 und so weiter. Und gleichzeitig kann man natürlich auch das Blinken sehen, aber da zu zählen, wie viele Sekunden es genau an war und aus war, das ist natürlich schwierig. Sehr gut. Damit habe ich Ihnen gezeigt, wie man zum Beispiel verschiedene Muster implementieren kann, die etwas komplizierter sind, als wenn man sie einfach mit 1 oder mit 2 oder 3 mal multipliziert. Wie kann man jetzt diese
Variablen auch ändern? Wie kann man das Array ändern? Das kann man genauso gut machen wie mit einer normalen Variable. Das sind wirklich ganz normale Variablen. Und ich könnte jederzeit sowas sagen wie Muster 4 ist gleich jetzt 1600 oder Muster 0 soll Muster 1 plus Muster 2 minus Muster 3 sein. Also Berechnungen gehen genauso gut wie mit normalen Variablen. Man muss eben immer andeuten oder immer schreiben, welches Feld von dem kompletten Feld, also von dem kompletten Array, man eigentlich dort ansprechen möchte.